So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Vampires Dawn. Und zwar Part 4. Diesmal geht es um Valna. Wie man oben rechts erkennt, dann will ich mal loslegen. Valna, endlich wachst du wieder auf. Aisha, beruhige dich, alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Aisha ist tot. Ich muss sofort los und ihren Mörder suchen. Ganz ruhig, Valna. Wir haben dich vor einem großen Berg gefunden. Du warst bewusstlos. Wahrscheinlich bist du hinuntergestürzt. Du solltest froh sein, dass du noch am Leben bist. Aber das Blut! Überall Blut! Tut mir leid, Valna. Wir haben kein Blut gesehen. Der Regen muss das Blut weggespült haben. Ruhig, Valna. Ruhig. Du brauchst etwas Ruhe. Habt ihr Aishas Leiche gefunden? Nein, nur dich. Du lagst bewusstlos am Rande des Berges. Aisha wurde ermordet. Das war sicher nur ein Traum, verursacht durch den Sturz. Ich gebe dir noch ein Schmerzmittel. Ich brauche kein Schmerzmittel. Ich will zu Aisha. Wenn ich es recht bedenke, wundert es mich schon, dass sie bisher noch nicht hier war. Sie ist tot, verdammt nochmal. Verstehst du das denn nicht? Valna, wenn das stimmt, was du behauptest, dann solltest du vielleicht besser sofort auf die Suche nach ihr gehen. Eventuell hat doch einer der Stadtbewohner etwas Ungewöhnliches bemerkt. Ich muss sofort los und ihre Leiche und ihren Mörder suchen. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast, aber ich muss schnell los. Geh schnell. Aber doch, pass auf dich auf. Gut, wir spielen weiter, Valna. Verdammt, wie konnte das alles nur passieren? Und dann noch dieses dumme Wetter und meine elenden Kopfschmerzen. Womit habe ich das nur verdient? Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Und warum ist niemand auf der Straße? Ich sollte mal die Leute fragen, ob die etwas gesehen haben, was mir helfen könnte. So, unsere Aufgabe ist es, alle Häuser abzuklappern. Alle Leute in irgendeiner Weise. Guck mal da. Irgendwie kommt ein kühler Hauch aus dieser Richtung. Seltsam. Gut, was habe ich vor? Beziehungsweise wir müssen hier mit jedem Dapper sprechen. Wir können auch in den Sachen immer so ein bisschen was finden, aber noch nicht, weil er ja ein guter ist. Deswegen. Hallo Marie, hast du nicht zufällig letzte Nacht irgendwas Auffälliges gesehen, oder? Nein, tut mir leid, Valna. Bei diesem starken Regen gestern Nacht bin ich im Bett gewesen. Okay, danke. So, Valna, schön, dass du uns besuchst. Oh, danke. Doch ich habe furchtbare Nachrichten. Aisha ist ermordet worden. Oh mein Gott, wer kann nur so etwas getan haben? Das versuche ich herauszufinden. Hast du vielleicht letzte Nacht etwas Ungewöhnliches bemerkt? Valna, so leid es mir tut, aber ich kann dir nicht helfen. Ja, ja. Gut, schon gut. Trotzdem, danke. Ich bete, dass du den Schuldigen findest. Das hoffe ich auch. Wir müssen auch mit der Kleinen hier schwätzen. Hallo, junge Dame. Hallo. Du hast nicht zufälligerweise letzte Nacht jemand Auffälliges gesehen, oder? Doch, hab ich. Du hast? Wen? Und wo? Papa, er hat sich letzte Nacht wieder in der Küche vollgestopft. Mama darf davon nichts merken, weil sie will, dass Papa wieder dünn wird. Schon gut. Okay, also familiäre Probleme. Finde ich aber cool, dass da so Kleinigkeiten mit eingesetzt wurden. Warum? That's the life. Hallo Valna, wie kann ich dir helfen? Indem du mir sagst, ob du letzte Nacht irgendwer in Rom hast schleichen lassen. Tut mir leid, ich habe tief und fest geschlafen. Okay, trotzdem danke, keine Ursache. Wenigstens ist da noch was höflich. Ja. Hallo Valna, was kann ich für dich tun? Du könntest mir sagen, ob du in letzter Zeit und speziell letzte Nacht jemanden Fremdes oder Ungewöhnliches gesehen hast. Tut mir wirklich leid, aber ich habe niemanden Ungewöhnlichen gesehen. Trotzdem danke. Gut, die Rüstungsdame kann uns leider auch nicht helfen. Der Gemischtwarenhändler kann uns nicht helfen. Vielleicht kann uns der Schmied helfen. Hallo, Valna, was kann ich für dich tun? Du hast nicht zufälligerweise irgendwas Unnormales bemerkt letzte Nacht? Doch, doch. Dieses Gewitter letzte Nacht war doch wirklich sehr unnormal, findest du nicht? Armer Schmied. Schon gut. Gut, der Schmied kann uns auch nicht helfen. Was gibt's hier unten? Okay, wir können nicht über die Büsche laufen. Dies ist ein Lagerhaus. Es ist verschlossen. Okay, dann gehen wir hier einfach weiter. Was haben wir denn hier? Was wollen Sie? Haben Sie in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, Sie sind in mein Haus gekommen. Ich gehe ja schon. Dreckige olle Zippe, du. Ja, was gibt es denn? Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht etwas
Besonderes bemerkt haben gestern Nacht. Nein, tut mir leid, aber ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Ach, trotzdem danke. Ja, ja, diese reichen, extremen Menschen, manche sind schon echt eingebildet. Walner, setz dich doch zu uns an den Tisch. Entschuldige, aber ich bin auf der Suche nach jemanden. Hm, wen suchst du denn? Wenn ich das nur wüsste. Du hast niemanden Fremden gesehen, oder? Nein, tut mir leid. In letzter Zeit kommen nicht viele Leute nach Klenna. Deswegen bin ich ja so erstaunt, dass niemand diese Person gesehen hat. Die Suche. Naja, du wirst sie schon finden. Hallo, Walner. Willst du mit uns essen? Danke für das Angebot, doch ich habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Naja, dann ein andermal. Du hast nicht in letzter Zeit zufällig etwas ein neues Gesicht gesehen, oder? Nein, tut mir leid. Schon gut, iss nur weiter. Gut, bei denen gibt's Truthahn mit einem schönen Kerzenständer. Hat was, muss ich sagen. Und ein schönes Kreuz an der Wand. Jo, ich würde sagen, die wissen was von Einrichtung. Die lassen sich's gut gehen, dann wollen wir die auch nicht weiter stören. Hier haben wir noch jemanden. Hey, Rekjan. Hallo, Walner. Hey, du siehst irgendwie mitgenommen aus. Aisha wurde ermordet. Aisha ist tot? Das tut mir so leid für dich. Und ihre Mörder läuft noch frei herum? Leider ja. Bei dem Regen gestern habe ich leider nicht mitbekommen, was draußen so passiert ist. Aber vielleicht hat ja jemand anderes etwas bemerkt. Er sieht schlecht aus. Bisher hatte ich noch kein Glück. Gib nicht auf, mein Freund. Wir werden ihn finden und hinrichten. Das hoffe ich. Jo, Mann der Taten, der weiß Bescheid. Muss ich die extra ansprechen? Ne? Marleen, hallo Walner. Huch, du bist ja ganz zittrig. Aisha wurde ermordet. Das ist ja furchtbar. Hat man den Schuldigen schon gefasst? Nein, leider. Oh Walner, es tut mir so leid für dich. Wann ist das denn passiert? Gestern Nacht. Ein Wahnsinniger hat sie abgeschlachtet. Hast du ihn gesehen? Ich war dabei, als er sie ermordet hat. Doch ich konnte nichts tun. Das ist ja schrecklich. Aisha. Sie war immer so unscheinbar. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie gerecht habe. Ich hoffe, du findest den Schuldigen. Danke für dein Mitgefühl. Ja, die scheint eine ganz Liebe zu sein. Dann wollen wir sie auch nicht weiter belästigen. Wir können nichts machen. Okay, wir sind soweit fertig, bis aufs Inn, glaube ich. Hallo, Walner, was gibt es denn? Ich bin auf der Suche nach einem Mörder. Ein Mörder? Oh nein, wer ist denn ermordet worden? Aisha. Oh, Walner, das tut mir so leid. Hast du zufällig etwas Ungewöhnliches bemerkt letzte Nacht? Es tut mir leid, Walner. Aber frag doch einmal die Gäste im ersten Stock. Okay. Silas Coldfire. Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Mörder. Du hast nicht zufälligerweise jemand Auffälliges gesehen? Rote Augen, schwarzer Mantel? Rote Augen, schwarzer Mantel. Das klingt ja nach einer Figur aus einer Klöselgeschichte. Damit liegst du bestimmt näher, als du glaubst. Aber tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Trotzdem, danke. Ja, Silas Coldfield hört sich irgendwie für mich so amerikanisch oder so britisch an. Naja. Hallo. Entschuldige, aber ich muss jetzt schlafen gehen. Das dumme Gewitter letzte Nacht hat mich die ganze Zeit wach gehalten. Gut, kann man nichts machen, die will uns nicht helfen. Hallo, hast du zufällig irgendwas bemerkt letzte Nacht? Tut mir leid, aber ich habe tief und fest geschlafen. Okay, danke. Wir werden wahrscheinlich kein Nichts finden. Die Kenner werden das wahrscheinlich auch wissen. Verdammt! Ich habe nun jeden befragt und niemand konnte mir helfen. Wie konnte das alles nur passieren? Wie nur? Aisha. Ich habe versagt, wo man nur versagen kann. Ich konnte dich nicht beschützen. Ich habe dich geliebt. Und es nur so selten bewiesen. Ich wollte für ewig mit dir zusammen sein. Für ewig. Und nun bist du tot. Nur weil ich dich nicht beschützt habe. Armer Walner. Ich verstehe das nicht. Wieso nur? Wieso hat man dich getötet? Und warum nannte er dich Molana? Wenn ich doch bloß eine Antwort hätte. Ich werde deinen Mörder dafür bezahlen lassen. Gut, dann wollen wir mal weiter. Wenn mir hier keiner helfen kann oder will, dann helfe ich mir eben selbst. Vielleicht finde ich auf dem Berg noch Anhaltspunkte. Gut, das war eine klare Ansage. Wir müssen eigentlich mal gucken, was wir so noch haben. Ausrüstung. Gegenstände, nicht viel. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ganz recht. Oh, oh. Wer hat da gesprochen? Ich.
Oh, Asgard ist sauer. Wer zum Teufel bist du? Du darfst mich Asgard nennen, doch ich bin nicht hier, um mit dir zu reden. Du bist am Tod meiner Freundin beteiligt. Tod deiner Freundin? Oh ja, natürlich. Deine Freundin? Du Schwein, hast also was damit zu tun. Beruhige dich. Ich weiß, wo deine Freundin ist. Du bist mit dem Mörder verbündet. Komm mit mir. Ich zeige dir, wo deine Freundin ist. Niemals. Das ist garantiert eine Falle. Wie du meinst. Aber bedenke, ohne mich wirst du sie niemals finden. Ich bin der Einzige, der weiß, wo sie steckt. Und der es dir verraten würde. Warum solltest du mir das tun? Sie erst umbringen und mir dann zeigen, wo sie liegt? Nun, sagen wir mal, ich habe Mitleid mit dir. Ich selber habe vor nicht allzu langer Zeit einen Menschen verloren, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich kenne deinen Schmerz. Ha, du hast plötzlich Mitleid mit mir? Ha, das kann ich dir nicht glauben, Asgard. Okay, oh, wir wissen ja nicht, wie er heißt. Nun, dann werde ich jetzt gehen und du wirst nie das Geheimnis ihren Tod erfahren. Na schön, zeig mir, wo sie sich befindet. Gerne doch. Wir werden bald bei ihr sein. Das würde ich für dich hoffen, ansonsten wirst du mein Schwert zu spüren bekommen. Schon gut, du brauchst mir nicht zu drohen. Halte dich an mir fest. Meine Magie wird uns zu ihr bringen. Magie? Er ist ein verdammter Magier. Kommst du oder nicht? Schon gut. Oha. Da führt uns der Asgard wohl ganz irgendwo hin. Mein Gott, was für eine Magie ist das? Eine sehr mächtige. Deine Freundin liegt in dieser Höhle. Aisha, worauf warten wir noch? So. Sehr epischer Moment. Hier liegt deine Freundin begraben. Moment. Auf diesem Grabstein steht, hier liegt Elaine Sheena. Ich werde dich immer lieben, auch über den Tod hinaus. Das ist nicht Aishas Grab. Lass mich mal sehen. Huch! Sowas aber auch. Das ist ja das Grab meiner Freundin. Deiner Freundin? Was hat das zu bedeuten? Ja, du bist so naiv. Ich kenne deine Freundin nicht. Ich habe euch nur beobachtet. Ich habe nicht einmal gewusst, dass sie tot ist, bis du es mir gesagt hattest. Du Schwein! Dann habe ich dich angelogen, um dich herzulocken. Eigentlich wollte ich dich ja bewusst schlagen und dich dann hierher tragen, aber dein Verlangen nach deiner Freundin hat es mir noch leichter für mich gemacht. Es ist also doch eine Falle. Doch warum willst du mich hier haben? Weil ich meine Freundin wieder haben möchte. Deshalb. Ich habe einige Zauber gefunden, mit denen ich sie wiederbeleben kann. Was für ein Magier bist du, dass du über solche Magie besitzt? Magier? Ups. Ich bin ein Vampir. Und da ist mir die Aufnahme abgekackt. Ja, das ist das Problem mit älteren Spielen. Die funktionieren manchmal auf den neuen Systemen nicht. Deswegen, ja, 13 Minuten, das ist okay. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Aufnahme genau hier weiter. Für mich ist es halt nervig, dass ich das immer alles so nachspielen muss. Deswegen mache ich auch nicht so lange Parts. Bis dahin, ich hole mir noch was zu trinken. Bis zum nächsten Part dann. Bis dahin, cheerio, bye bye.